guten Morgen, liebe Radfreunde. Nun geht es erst richtig los. Heute ist der vierte Fahrtag an der Ostsee-Küstenradweg-Tour. Und der Wind ist natürlich selbstverständlich von vorn, nämlich aus Osten, da wo ich hin will. Aber das verlangsamt dich so 1 bis 3 km/h. Der Rest ist egal. Die Hauptsache, du bist hier in der schönen Gegend und du bist am Meer und es lässt sich gut fahren. Und ich hoffe, das bleibt so. Und hier ist so ein Signalturm für die Schifffahrt. Ein paar dicke Pötte sind da hinten schon am Wandern auf See raus, wahrscheinlich Richtung skandinavischer Häfen. Aber das kann man natürlich mit der GoPro gar nicht aufzeichnen. Und hier ist eine Hütte, da kannst du dann dir so ein Surfbrett anlachen. Aber die Herrschaften schlafen alle noch. Es ist ja auch, ja, ist schon 8:30 aus meiner Sicht. Aber wahrscheinlich bei den anderen längst nicht so früh, dass die aufstehen, sondern es ist Urlaub, also gemütlich machen. Ja, und dann fahren wir jetzt einfach mal weiter Richtung Osten, mal sehen, was sich noch so tut. Was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist eine ganze Reihe von Campingplätzen, einer nach dem anderen hier in diesem Bereich bei La Boe. Das wird aber so bleiben, nur die Dichte wird etwas abnehmen, soweit wie ich aus dem Bikeline-Heftchen gesehen habe. Aber jetzt erstmal weiter. Ja, Hotel Strandräuber und das Beach Hotel California. Das ist richtig, denn dieser kleine Ort hier, den hat man Kalifornien genannt. Warum auch immer. Und es geht immer Suche hinter der Düne her, so ein kleines bisschen bergauf, mehr nicht. Aber der Wind hat kräftig zugenommen. Ist aber irgendwie schön zu radeln, muss ich sagen. Ja, jetzt bin ich an einem Ort namens Schönberg mit einem Schönberger Strand vorbei und die Emma bzw. Komoot führt einen jetzt ein bisschen auf der Landstraße lang, allerdings auf einem Radweg, und das ist ja auch ganz okay, denn da vorne direkt hinter der Düne, da ist es ganz schön windig, da hast du dann einen Verlust von 3-4 km/h. Aber morgens, wenn es noch kühl ist, und es ist eben, als ich losfuhr, 18 Grad gewesen. Man ist ja jetzt viele Wochen viel höhere Temperaturen gewöhnt. Ich habe dann noch eine Windweste drüber gemacht, weil es mir im Rücken zu kalt wurde. Aber nun ist die Welt in Ordnung und jetzt radel ich schön für mich hin. Ist ein schöner Morgen, die Sonne ist schon ein bisschen hoch, aber bei 6/8 Cumulus, da ist natürlich wenig Lücke, wo die Sonne was machen kann. Aber das stört mich nicht, das wird schon alles noch viel besser werden, denn sie heizt ja auch auf und irgendwie werden wir auch ein bisschen was über 20 kommen und schon sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus. Also jetzt erstmal ein bisschen weiter und Seitenwind statt Wind von vorne, es ist doch mal was. Ja, jetzt bin ich ein bisschen was auf einer Landstraße gelandet. Warum auch immer, auf dem Bikeline-Heftchen kann man sehen, dass es auch hier am Strand lang geht. Aber stattdessen wird man hier halt ein Stück lang geführt und dann erst wieder auf etwas ruhigerer Gegend. Aber das wird sich gleich wohl wieder ändern, je nachdem, wie weit das jetzt hier noch ist. Das dürften ein paar Kilometer noch sein. Den Ort Matzwitz und Krems habe ich hinter mir gelassen. Hier ist jetzt eine Sperrung, da werde ich jetzt gleich was für erfinden müssen. Aber ich komme hier an einem fantastischen alten
nordischen Haus vorbei, sehr schön mit Ried gedeckt. Das gefällt mir, auch wenn die Beleuchtung in den Räumen nicht so gerade das Gelbe vom Ei ist. Aber so waren die nun mal zu ihrer Zeit. Und die Rosen sind immer noch aktiv. Möglicherweise eine zweite Runde. Hier ist ein Naturschutzgebiet, wo insbesondere kleine Brutvögel, die nicht zu den direkten Strandläufern und dergleichen gehören, geschützt werden sollen. Und deswegen geht der Radweg eigentlich noch einen Kilometer weiter rechts von mir. Aber auf dem kleinen Fußgängerweg hier dürfen auch Radfahrer daherfahren. Also habe ich den genommen statt an der Straße. Das ist mir ein bisschen was interessanter erscheinend. Und ich muss auch sagen, es ist schöner nicht auf der Straße zu fahren, obwohl das natürlich vom Belag her die schnellere Variante ist. Aber ich will ja nicht unbedingt nur schnell sein. Ich möchte ja auch was erleben, was sehen, unterschiedliche Dinge wahrnehmen. Denn wenn man immer nur am Wasser lang fährt, wird es ja auch relativ schnell eintönig, weil das immer gleichartig ist. Und das hat ja auch schon Jörg, der E-Bike fährt, für seine Tour in Holland jetzt kürzlich wiedergegeben. Wenn das immer das Gleiche ist, dann kommt es ein bisschen in die Nähe von langweilig, aber das soll es nicht. Also gehen wir auch mal vom Weg ab und passen nur auf, dass wir nicht ganz vom Weg abkommen. Ich bin jetzt am Seelendorfer Naturschutzgebiet. Hier sind Gänse, hier sind Enten, hier sind Schwäne, also alles Mögliche an Flugobjekten. Ganz fantastisch, sieht sehr interessant aus. Und was da jetzt gerade flog, kann man auf der Kamera wahrscheinlich nicht erkennen, aber das waren drei Kanada-Gänse. Kurz vor Oldenburg in Holstein bin ich hier in einem Ort, der heißt Farve, F-A-R-V-E, vorbeigekommen, wo es eine Windmühle gibt, die schon seit 20 Generationen Weizenanbau auf dem Gut betreibt und auch die Mühle dazu. Aber da komme ich jetzt so mir nichts, dir nichts nicht rein. Da werde ich dann halt mal da oben hinwandern. Äußerlich sieht sie sehr gut aus und wie ich eben lesen konnte, wird sie auch vermietet. Dieser kleine Ort Farve hat nicht nur eine Windmühle zu bieten, sondern auch eine schöne kleine Kirche, typisch nordisch mit Backsteinen gearbeitet. Jetzt will ich doch mal horchen, ob man überhaupt reinkommen kann. Man kann. Oh, sehr schön. Typisch für die
vornehme Gesellschaft eine Extragalerie. Sehr schön geschnitzter Aufgang für den Pastor, für seine Predigt. Ganz toll. Eine Orgel, ja, vorne die Pfeifen und Gebläse und dergleichen ist ja, 3-4 Meter in den Innenraum reingebaut. Sehr schön gemacht. Und was auch zu einer so schönen kleinen Kirche gehört, das ist dann eben die Totenhalle mit einem Friedhof, der auch sehr gut in Schuss ist. Also das hätte ich hier oben so mitten in der Landschaft tatsächlich nicht erwartet. Jetzt bin ich in Oldenburg in Holstein. Ja, dieser Teil von Oldenburg gefällt mir noch besser. Zwei Kanadagänse auf dem Dings und hier Schatten, eine Bank. Das wird eine Mittagspause. Ich habe gerade mal jemanden gefragt, der mir entgegenkam, was das für ein Turm ist da hinten im Hintergrund links. Und der sagte mir, da ist jetzt ein Museum drin und ich bin hier auf dem richtigen Pfad nach Fehmarn. Na, dann schauen wir mal weiter. Und das, was ich da rechts gesehen hatte mit Riesenrad im Hintergrund, das ist nicht Heiligenhafen, sondern Großenbrode. Muss man auch alles auseinanderhalten. Ja, ihr dürft mal raten, wo ich bin. Richtig, auf der Fehmarnsundbrücke. Also der Aufgang dazu, der ist sowas von schmal, da kommen keine zwei Fahrräder nebeneinander her. Und hier ist es auch ziemlich schmal. Einer hat dann immer das Anhalten. Das werde ich jetzt wohl gleich machen. Heißer Katrainer. Mann, der Zug hier, der hat aber die Brücke in Schwingung versetzt. Naja, fahren wir mal weiter. Jetzt bin ich in Stuckamp, was zur Stadt Fehmarn gehört. Ja. Ja, wenn man jetzt halt, jetzt muss ich mal um die Kurve, wenn man jetzt auf Fehmarn ist und man schaut sich das alles so an, dann sind das ganz normale Häuser, hier zum Teil
mit Holz verschalt und andere ganz normale Privathäuser, aber auch einige Bauernhöfe. Und wenn man nicht wüsste, dass man auf einer Insel ist oder hier da hinten das Wasser sehen kann, dann würde man sagen, man ist mitten auf dem Lande. Aber ich bin das erste Mal auf Fehmarn. Ich rolle jetzt nach Lemkenhafen rein. Die ganze Insel scheint Stadt Fehmarn zu sein, sodass es da höchstens die Unterorte noch gibt. Und im Hintergrund habe ich wieder eine Windmühle gesehen, aber die lasse ich jetzt mal stehen. Ich kann ja nicht nur Windmühlen aufnehmen, sonst denkt ihr nachher, der hat entweder Kirchen oder Windmühlen im Kopf. Ich zeige euch lieber ein bisschen mehr, wie das hier auf der Insel Fehmarn so aussieht. Aber man merkt schon, dass das hier seit Jahrzehnten schon nachhaltig Tourismus ist. Da gehe ich mal ein bisschen in den Schatten. Ja, liebe Radfreunde, der Tag ist rum und ich bin auf Fehmarn. Dort habe ich dann quasi die Schleife links rum angefangen und bin jetzt auf einem schönen, bescheidenen Bauernhof, Campingplatz, der aber schon einige an Dimensionen hat. Der nächste liegt 150 Meter dahinter und der heißt Strandcampingplatz. Und der ist so hoch gestochen, dass man da als Radfahrer mit Zelt 35 Euro bezahlen muss. Und das finde ich unverschämt. Die nehmen das einfach, weil sie es können. Und da wird auch ein Zelt als Parzelle für ein Wohnmobil abgerechnet. Und daraufhin habe ich gesagt, ja, mal sehen, vielleicht komme ich wieder, ich gucke jetzt erstmal. Dann bin ich wieder zurückgefahren zu dem ersten und siehe da, hier kann ich das Ganze für 20 Euro hinkriegen. Mit anderen Worten, die Insel ist teuer, aber sie ist auch offensichtlich sehr begehrt. Viele Leute mit Wohnmobilen, mit Wohnanhänger, mit Kind und Kegel sind die hierher gekommen. Und naja, dann nehmen die das. Die nehmen sogar auf der Insel hier eine Kurtaxe. Die können sich's offensichtlich erlauben. Aber was soll's? Ich brauche einen Platz zum Nächtigen und das, was halbwegs machbar und angemessen ist, das machen wir dann und deshalb bin ich jetzt hier. Gefällt mir durchaus noch. Und dann sehen wir mal weiter, wie es morgen auf der Insel im Rechtsdreh weitergeht. Der Tag war als solches im Resümee schön. Ich musste viel auf Radwegen neben Straßen fahren, die unterschiedlicher Dimension hatten, nur keine Bundesstraßen. Soweit war es nicht. Und auch mal auf kleinen Schotterwegen, also Single Trails, auch gemacht. Aber ansonsten ist alles positiv zu bewerten. Das Einzige ist, auf der Fehmarnwelt,
Brücke, da sind sie am Basteln wie die Wilden und geben da die Millionen aus, während der Radweg hoch zu zur Brücke und runter zu und auf der Brücke ist erstens so schmal, dass Gegenverkehr anhalten muss, damit man überhaupt als Radfahrer aneinander vorbeikommt. Und zweitens so hubbelig im Asphalt, dass es dringend einer Erneuerung bedarf. Aber die Millionen werden auf der Brücke ausgegeben, aber für die Radfahrer scheint nicht allzu viel übrig zu sein. Das ist das, was mir heute so aufgefallen ist. Und ansonsten werde ich jetzt hier mein Aufbau- und Abendbierchen trinken. Die Sonne ist jetzt wieder richtig rausgekommen und es sind nur noch wenige Wolken da. Es sind 20 Grad geworden. Ist in Ordnung. Da können wir gern mit leben, auch wenn es heute Morgen mit 12 Grad um 6 Uhr gestartet ist und mit 18 bin ich dann unterwegs gewesen. Ja, jetzt haben wir etwas über 20, ist auch in Ordnung. Ich wünsche euch einen schönen Abend, so wie meinem Bier und mir. Und wir sehen uns morgen in alter Frische wieder für den nächsten Tag auf der Insel Fehmarn. Macht's gut!